ist gut. Beruhige dich. Ja, ich bin gleich da. Kuss. Du siehst toll aus. Der ganze Abend für uns. Für wen? Ich habe gerade mit meiner Frau telefoniert. Das geht ja nicht gut. Nein. Und jetzt? Es tut mir leid, aber was soll ich machen? Das fragst du mich. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sie dich erpresst mit ihrer Migräne wieder, ja? Naja. Schönen Abend noch. Sehen wir uns morgen. Morgen habe ich keine Zeit. Stefan. Damit hast du nicht gerechnet, mein Schatz. Ja? Was willst du? Ich wollte mich bei dir für 2 Jahre Bau bedanken. Du machst das nicht so schnell, ja? Wir müssen nach Berlin zu Oma, sie ist krank. Was ist mit deinem Auge? Ich hab mich gestoßen, komm. Und schnall dich an. Wenn sich Ihre Handtasche wieder anfindet, geben wir Ihnen Bescheid. Danke. Bitte. Das war die 11. geklaute Handtasche diese Woche. Die 11. jeder Spacken, der im November geboren ist. Also eine bessere. Der 21. Boah, das war aber lange überlegt. Melanie, du bist dran. Was? Eine Zahl. Im Jackpot sind 25 Millionen und Wolle ist sich ziemlich sicher, dass wir den knacken. Ja, und dann machen wir Betriebsausflug auf die Bahamas. Oh, träum weiter. Ich höre. Ich hab zurzeit kein Glück. Technik der Liebe, Glück und Spiel, ne? Polizeikommissariat 21 Wollenberger. Was ist denn los mit dir? Nix. Ja, Kollegen sind unterwegs. Sollen sie? Einsatz. Überfall auf eine Lottoannahmestelle Daimlerstraße, Ecke Friedensallee. Das ist ein Scherz, oder? Nein. Ich kann's gleich einen Schein abgeben, Boje. So kann man den Jackpot natürlich auch knacken. Wo sind meine Sachen? Im Kofferraum. Hast du auch was zu spielen eingepackt? Ja, klar. Mama! Kevin? Ja? Auf einmal stand er vor mir, so ein großer Kerl mit einer Pistole, wollte Geld. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal und dann noch mal schön der Reihe nach. Ach, das ist mein Mann. Moin. Was ist denn los? Ist was passiert? Ich bin überfallen worden. Was, schon wieder? Ja. Also schon das dritte Mal. Ist alles in Ordnung? Ja, ja, das ging alles total schnell. Der war in einer Minute wieder draußen, ist weggerannt. Sie sagten, der Mann war groß. Ja, der war bestimmt über 1,80 und so ein kräftiger Typ. Das
Hat er was gesagt? Sprach er Akzent? Nein. Ist Ihnen sonst irgendwas aufgefallen? An der Kleidung vielleicht? Ja, ganz normale Kleidung. So Jeans, Jacke, alles ganz normal. Wie hoch war denn die Beute? Es waren noch mindestens 3.000. Ja. Haben Sie immer so viel Geld in der Kasse? Ja, bei so einem hohen Jackpot, da spielen eben viele. Und außerdem waren ja auch noch die Einnahmen von gestern drin. Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich hab's gestern nicht mehr zur Bank geschafft, so eine Scheiße! Gut. Dann hören wir uns erstmal bei den Nachbarn um. Vielleicht hat bei denen ja irgendjemand was gesehen. Meinen Sie, denn kriegen Sie noch? Das ist schon längst über alle Berge. Keine Sorge. Irgendwann kriegen wir sie alle. Was macht ihr jetzt mit Mama? Die fahren jetzt ins Krankenhaus. Was ist mit deinem Sohn? Ist er verletzt? Keine Angst, dem scheint nichts passiert zu sein. Wir nehmen ihn aber vorsichtshalber mit ins Krankenhaus. Wie ist der Unfall überhaupt passiert? Ich habe in den Rückspiegel geschaut und war kurz abgelenkt. Es ist meine Schuld. Ich habe meine Monstermaske aufgesetzt und Mama hat sich erschrocken. Das hast du doch nicht mit Absicht gemacht. Wir fahren Sie auf jeden Fall erstmal ins EKH. Ihr könnt Sie ja da noch mal befragen. Der Abschleppwagen ist unterwegs. Ich glaube, die Sachen braucht der Kleine. Nimmst du mal? Ja. Oh, was ist das denn? Melanie? Ah! Damit hat er seine Mutter erschreckt. Ola hat auch so eine. Sollte man vielleicht in die Straßenverkehrsordnung aufnehmen. Insassen ist es während der Fahrt untersagt, den Fahrer mit Monstermasken zu erschrecken. Die Fehlerbeschreibung, die passt doch auf jeden zweiten Hamburger. Gehst du rüber zum Griechen? Ich frag hier beim Bäcker nach. Vielleicht hat ja irgendjemand was gesehen. Ich schicke erst mal eine Fahndung raus. Michel von Peter 21 zur Anton kommen. Meld uns gleich mal beim Röntgen an, ja? Schädel, HWS, ja, Thorax auch, ja? Dieser Bluterguss unterm Auge, stammt der auch vom Unfall? Ja. Danke. Ich sehe mir jetzt mal Ihren Arm an. Was haben Sie denn da gemacht? Das sieht aus wie eine Schusswunde. Ich bin an einem Nagel hängen geblieben. Im Keller. Wie geht's ihr? Können wir zu ihr? Nee, im Moment ist schlecht. Sie hat eine leichte Gehirnerschütterung, ist jetzt beim Röntgen und geht dann gleich in OP. Sie scheint übrigens angeschossen worden zu sein. Sie hat eine streifschussartige Verletzung am Oberarm und eine Menge Blut verloren. Hat sie gesagt, wie das passiert ist? Sie behauptet, sie sei an einem Nagel hängen geblieben. Aber die Wundform ist typisch. Außerdem hat sie blaue Flecken am ganzen Körper. Vom Unfall. Sie sagt, sie sei gestürzt. Das sollten wir fotografieren lassen. Vielleicht weiß der Junge ja mehr. Könntet ihr euch um den kümmern, das im Schwesternzimmer? Ja. Machen wir. Oder meinen OP. So, Kevin. Bring dich jetzt nach Hause zu deinem Papa. Hm? Papa ist im Gefängnis. Hast du sonst noch Verwandte? Ja, meine Oma in Berlin. Wir wollten gerade zu ihr. Sie ist krank. Hast du denn die Telefonnummer im Kopf von deiner Oma? Mhm. Dann rufen wir sie gleich mal vom Revier aus an. Hm? Darf ich nicht zu meiner Mama? Du, die muss leider noch im Krankenhaus bleiben. Bist du schon mal mit dem Polizeiwagen gefahren? Mhm. Na, dann komm. Hi. Moin. Hey, Philipp, ich kapier dich nicht. Du bist doch sonst nicht so naiv. Hey, das ist eine total seriöse Internetagentur. Aber sicher. Hey. Im OP ist halt echt die Hölle los. Weißt du was, Anna? Der Philipp, ja? Der hat heute ein Blind Date mit der Miss Schleswig-Holstein vom letzten Jahr. Was hast du denn dafür bezahlt? Ich sag nur eins. Seelenverwandtschaft. Das ist aber auch Blind Date. Ah. Ich glaube, an der Sache mit deiner Missy, das ist ein fetter Haken, ja? Und ich setz mal 15 Euro, dass dich irgendwer vollkommen verarscht. Okay, Kleiner. Verabschiede dich schon mal von deinem Taschengeld. Was geht mit dir, Anna? Bist du dabei? Hab nichts, ich bin raus. Bis nachher. Nichts. Tja, hat mal wieder keiner was gesehen, ne? Du, Gernot, guck mal.
Lass mich mit denen reden. Und? Erfolgreich? Leider nein. Hab ich doch gesagt. Ja, hier in der Nachbarschaft hat niemand was gesehen. Jedenfalls keinen flüchtenden 1,80-Typen. Wenn man diese Gangster nicht gleich selbst erledigt, so schnell können sie doch gar nicht sein. Ach so, und Sie sind der Meinung, in Zukunft sollte jeder selbst für seinen Schutz sorgen, oder was? Und können wir das jetzt der Versicherung melden? Sobald wir das Protokoll fertig haben, lassen wir Ihnen das Aktenzeichen zukommen, okay? Ja, ich melde mich dann bei Ihnen. Jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen, das wird schon wieder. Dankeschön. Gut, ich melde mich noch mal, wenn klar ist, wie lange die Frau im Krankenhaus bleibt. Ja, einer muss sich um den Jungen kümmern. Bis dann. Kevin, hast du Hunger? Willst du was trinken? Ja. Ich hol dir was. Oma ist nicht zu erreichen. Ich habe dem Jugendamt gesprochen. Kevins Vater sitzt wegen schwerer Körperverletzung und Gewalt in der Ehe. Seine Frau hat ihn angezeigt. Sie war sogar mit dem Kleinen im Frauenhaus. Kein Wunder, dass der nichts von seinem Vater wissen will. Mhm. Sind Pauli-Fan? Mhm, sie auch. Ja, eigentlich schon. Aber die letzten Spiele haben sie echt vergeigt, ne? Ja. Melanie. Ich wollte mich wegen gestern Abend entschuldigen. Es tut mir leid. Schenk dir deine Frau. Ich habe keinen Bock mehr, ständig Lückenbüßer für was auch immer zu sein. Ach, das bist du doch nicht. Ich kann mich nicht so einfach von dir trennen. Es geht dir im Moment nicht gut. Das weiß ich und ich kann es nicht mehr hören. Hab ein bisschen Geduld mit mir. Hm? Ich liebe dich. Tag, Herr Polizeidirektor. Was machen Sie denn hier? Sie wollen mir doch hoffentlich nicht meine beste Mitarbeiterin abwerben. Nein, ich bin hier, um mit Ihnen den neuen Einsatzplan zu besprechen. Hat meine Sekretärin Sie nicht angerufen? Nein, aber kommen Sie doch rein. Rot. Cool. Lernt man bei der Polizei. Ich werde auch mal Polizist. Brauchen immer gute Leute. Melanie, kommst du mal? Der Vater von Kevin. Möchte man auch nicht gerne im Dunkeln begegnen. Könnte dir aber passieren. Wieso? Ich dachte, der sitzt. Nicht mehr. Wurde gestern entlassen. Ach was. Kann sein, der Typ hat schon wieder zugeschlagen. Komm, wir reden noch mal mit der Metz. Du, Kevin, wir schauen mal, wie es deiner Mama geht. Und du passt so lange mit Wolle auf den Laden hier auf? Klar. Klar? Ich denke, darüber sollten wir uns wirklich noch ausführlicher unterhalten. Jederzeit. Stehe Ihnen zur Verfügung. Was macht denn der Polizeidirektor bei Berger? Der scharwenzelt doch sonst nur um den Innensenator rum. Was will der hier? Weiß ich nicht. Ist mir auch völlig wurscht. Kennst du Peters? Nee. Sag mal, findest du es nicht auch komisch, dass die zwei als allererstes nach der Versicherung fragen? Das ist doch logisch. Die Lottogesellschaft will Kohle sehen. Denen ist doch scheißegal, ob das Geld vorher geklaut wurde. Aber ich fand, dass die zwei fast erleichtert waren, dass niemand den Räuber gesehen hat. Das ist doch nicht ganz abwegig zu denken, dass... Du meinst, die haben dich selbst beklaut, um die Versicherung zu betrügen? Ah ja, vielleicht. Ich meine, immerhin wusste der Täter, dass wahnsinnig viel Kohle in der Kasse war. Heute ist Jackpot-Tag. Ich weiß. Aber die Einnahmen, die stammen fast ausschließlich von gestern, weil der Laden heute nur eine kurze Zeit offen war. Ein Profi war es jedenfalls nicht. Er hätte mit seinem Überfall sonst bis anderem Schluss gewartet. Genau. Frau Metz. Die behandelnde Ärztin sagt, dass ihre Verletzung am Arm eindeutig eine Schusswunde ist. Dann irrt sie sich eben. Wo ist Kevin? Der ist bei uns auf dem Revier. Machen Sie sich keine Sorgen, dem geht's gut. Können Sie ihn nicht zu mir bringen? Ja, sobald Sie mit Ihren Untersuchungen fertig sind. Frau Metz, Sie haben am ganzen Körper blaue Flecken und Ihr Auge. Für uns sieht das so aus, als wären Sie geschlagen worden. Und wir würden gerne wissen, wer das war.
Haben Sie Angst vor Ihrem Mann? Oder warum wollen Sie nicht reden? Wir können für Ihre Sicherheit sorgen, aber nur, wenn Sie uns helfen. Ja, das war mein Mann. Stefan stand heute Morgen vor der Tür. Gott sei Dank war Kevin schon in der Schule. Hat er Sie bedroht, weil Sie ihn angezeigt und vor Gericht gegen ihn ausgesagt haben? Er hat mich verprügelt und gesagt, er bringt mich um, wenn ich noch mal zur Polizei gehe. Dann hat er alles an Geld genommen, was ich noch zu Hause hatte. 50 Euro und EC-Karte. Hat er die PIN-Nummer? Er hat eine Pistole gezogen und gesagt, ich soll sie ihm geben. Als ich das nicht getan habe, da hat er abgedrückt. Zum Glück war es nur der Arm. Und warum sind Sie nicht zum Arzt? Ich wollte einfach nur weg, bevor er wiederkommt und vielleicht auch noch Kevin was tut. Wo könnte er sich gerade aufhalten? Haben Sie eine Idee? Nein. Na, habt ihr schön mucklig und seid immer noch drin? Mhm. Dr. Hase tauscht gerade Liebesschwüre mit seiner Miss Universum aus, ne? So kann man es auch sagen. Sie will mich nachher hier abholen. Boah, geht da richtig ran. Hey, hey, nur keinen falschen Neid. Sie interessiert sich eben für meinen Job. So eine Frau hättest du auch gern, was? Nein, ich möchte nur nicht, dass dein zartes Herz in irgendeiner Weise verletzt wird, Schatz. 5 Minuten mit euch und die Welt ist in Buddha. Jo. Jo. Gernot und Roswitha, hier sind sie. Die beiden Anzeigen wegen Überfall. Um welche Beträge ging es denn da? 150 und 70 Euro. Naja, nach Versicherungsbetrug hört sich das nicht gerade an. Liegt sonst noch was gegen die beiden vor? Nichts. Also 2 völlig unbescholtene Bürger. Sieht so aus. Es sei denn, wir haben was übersehen. Wofür ist das? Damit kann ich alle Peterwagen rufen, die unterwegs sind. Ach, Boje? Hm? Ist überhaupt getippt? Vergessen. Nicht so schlimm. Wir müssen sowieso noch mal in den Lottoladen. Ich habe da noch ein paar Fragen. Hansi, du bist eine echte Landplage. Bin gespannt, ob die Entlassungsadresse stimmt. Guck mal, der Mann da. Hamed? Hi! Sollen der Scheiß! Ich hab nichts gemacht! Keine Waffe! Waren Sie heute Morgen bei Ihrer Frau? Wieso stellen Sie hier die Bude auf den Kopf? Sie haben sie geschlagen. War doch nur ein liebevoller Klaps. Wiedersehensfreude. Sie mag es ein bisschen härter. Und zum Dankeschön hat sie Ihnen die EC-Karte und das Geld überlassen, ja? Sie ist eben eine treusorgende Seele. Die lässt mich nicht im Stich. Nils? Hab was gefunden? Nach Ihnen. In der Wäschetrommel. Frisch gereinigt und geölt. Gehört die Ihnen? Das Ding kenne ich nicht. Haben Sie damit auf Ihre Frau geschossen? Quatsch. Die gehört meinem Kumpel. Was können Sie dem Haftrichter erzählen? Schlampe, den er was anhängt. Pass auf, was du sagst, ja? Die ärztliche Untersuchung hat zweifelsfrei ergeben, dass Ihre Frau geschlagen wurde. Und zwar brutal. Dass sie allein für die Nummer wieder den Bau wandert, ist ja wohl klar. Scheiße, ist klar.
Die Pistole hat er vergessen, die gehört meinem Kumpel. Das werden wir sehen. Ich bringe noch niemanden um. Ich liebe die Frau doch immer noch. Aber verprügeln können Sie trotzdem. Keine anständige Frau bringt ihren Mann in den Knast. Und kein Mann behandelt seine Frau wie ein Stück Dreck. Das machen nur Typen, die gar nichts drauf haben. Hör auf, Mädel. Du hältst jetzt ganz einfach mal deine Fresse. Ist das geh noch mal langsam. Oh, was ab. Nackter Mann im Alsterfleet? Naja, solange er nicht ertrinkt, gucken Sie einfach nicht hin. Gern. Kevin. Bist groß geworden. Ist was passiert? Hinsetzen, Kopf in den Nacken. Ah, oh, Mensch, Wolle, pass da auf, das tut weh. Hoffentlich ist nichts gebrochen. Ah, jetzt wahrscheinlich schon. Wir gehen gleich ins EKH. Muss dich untersuchen lassen. Mhm. Kevin? Und ich bringe mir zu deiner Mama. War das mein Papa? Oh, wir haben uns ein bisschen gekabbelt. Ihr haut immer gleich. Dich auch? Kevin, ich habe hier was für dich. Zur Erinnerung, wenn du später mal bei uns anfängst. Ne? Aber schön drauf aufpassen. Polizeikommissariat 21 Wollenberger. Warum musst du den Kerl auch so angehen? Ich habe was gegen Macho-Typen. Danke. Das war die Spurensicherung. Wir haben nichts gefunden. Kein Einschussloch, kein Projektil. Ja, dann sollen sie doch mal richtig suchen. Oh. Kevin, du hast was vergessen. 3,20 zurück. Danke. Kein Tippschein? Nee, heute nicht. Bist du ein Millionär, was? Ah. Moin. Hallo. Haben Sie was vergessen? Ich will nur einen Tippschein ausfüllen. Da vorne. Wo waren Sie eigentlich, als Ihre Frau überfallen wurde? Ja, unterwegs, habe ich doch schon gesagt. Kann das jemand bezeugen? Ich war bei einem Lieferanten Ware bestellen. Ich kann Ihnen den Namen und die Adresse geben und er wird das bestätigen. Ja, bitte. Peter. Mhm. Schreiner. Jenfelder Allee 81. Telefonnummer? Müsste ich in meinem Handy nachgucken. Tun Sie das. Du hattest tatsächlich recht, hier stimmt was nicht. Ein Projektil? Da drin ist geschossen worden. Und zwar aus dem Laden in die Richtung. Ja. Komm. Wo hier? Im Laden ist geschossen worden und es wurde jemand verletzt, möglicherweise sogar schwer. Frau Funke, war das der Täter? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass Sie uns erzählen, was hier wirklich passiert ist. Und hören Sie auf, uns irgendwelche Lügengeschichten aufzutischen. Ich habe damit geschossen. Sie können mich verhaften. Es ist meine Schuld. Ich habe das Ding gekauft. Zur Selbstverteidigung. Wir wurden schon zweimal überfallen. Ich habe die Nerven verloren, es tut mir leid. Warum haben Sie denn nichts gesagt? Weil ich keinen Waffenschein habe. Frau Funke, Sie hätten jemanden erschießen können. Vielleicht haben Sie es ja sogar. Stattdessen erfinden Sie dauernd neue Geschichten. So, Sie machen jetzt den Laden dicht, dann kommen Sie mit, beide. Aber glauben Sie, damit ist die Sache hier erledigt, oder was?
Anna wird begeistert sein, wenn sie mich so sieht. Diesen schönen Menschen kann nichts entstellen. Außerdem so ein gebrochenes Nasenbein, das macht ein markantes Profil. Bist du sicher? Sie wird dich trotzdem lieben. Mal. Also hast du eine Frau verteidigt, das kann nicht jedermann von sich behaupten. Aber kann es sein, dass du in letzter Zeit ein bisschen allergisch auf Männer reagierst? Nur auf eine bestimmte Sorte. Du bist sowieso eine Ausnahme. Da, noch was. Was hast du denn schon wieder gemacht? So, das kann auch abfallen, ist aber nicht schlimm. Ich kann das noch mal röntgen. Aua! Aber es sieht nicht so aus, als wäre es gebrochen. Na, immerhin. Du wirst vielleicht in den nächsten Tagen komisch aussehen und schwer Luft kriegen. Aber für den Fall kannst du dann ja deine Kollegin um eine Mund-zu-Mund-Beatmung bitten. Eifersüchtig? Och, pff. Also erstens kümmert sie sich nicht um mich, sondern um den Jungen von Frau Metz. Und außerdem habe ich mich nur verprügeln lassen, um einen Grund zu haben, von ihr behandelt zu werden. Mein Held. Genau das wollte ich hören. Gibst du mir einen Kuss? Dann halt schneller. Besser. Wahnsinn. Tut's noch weh? Ich hab Papa auf der Polizeiwache gesehen. Du musst dir keine Sorgen machen, okay? Mhm. Danke, dass Sie auf Kevin aufgepasst haben. Wir hatten eine tolle Zeit, stimmt's? Mhm. Holst du mir mal bitte Mineralwasser von draußen? Mhm. Haben Sie ihn verhaftet? Ihr Mann ist vorläufig in Gewahrsam. Die Kripo hat allerdings noch keinen Beweis, dass er auf sie geschossen hat. Würde ja schon reichen, wenn er uns in Ruhe lässt. Ja, aber Sie müssen sich nicht mehr verstecken, das ist die Hauptsache. Kevin, mach's gut und pass auf deine Mama auf. Tschüss. Tschüss. Gute Besserung. Gibst du mir mal bitte deinen Ranzen? Guck mal, so viel Geld. Ja, ich weiß. Wir verstecken das in meinen Ranzen. Damit es keiner findet und uns wegnimmt. Aber Papa ist doch schon im Gefängnis. Der tut uns doch nichts mehr. Kevin, du darfst niemandem etwas davon sagen, hörst du? Niemanden. So, und jetzt gehen wir. Micha, lass mich in Ruhe. Ruf mich nicht mehr an. Mist. Meinst du mich? Lass mich raten, der Mistkerl ist Peters, ne? Hm? Ja, ich hab was mit ihm. Ist nicht wahr. Oh, das glaube ich jetzt nicht. Melanie, der Typ, ausgerechnet. Außerdem, der ist verheiratet, der hat Kinder. Das weiß ich doch. Ich weiß doch, worauf ich mich eingelassen habe. Ich habe eine Affäre, sonst gar nichts. Ich will ja um Gottes Willen nicht mit ihm alt werden. Er soll seine Frau nicht verlassen. Ich habe überhaupt keine Erwartungen, gar keine. Aber das nervt so. Immer an zweiter Stelle sein. Immer warten. Immer zurückstecken. Kann ich nicht mehr. Ja, dann mach Schluss. Hab ich ja. Nicht wirklich. Geht nicht so einfach. Mann, ich hätte es ja voll erwischt. Komm mal her. Hallo. Hallo. Was bringt ihr uns? 65-jähriger Patient nach Badewannensturz, ist auf der Seife ausgerutscht. Verdacht auf Oberschenkelhalsbruch und Gehirnerschütterung, Druck ist stabil. Was hat er bisher bekommen? 25 Ketan SS und 2 Dormicum zum Lager. Irgendwelche Vorerkrankungen bekannt? Bluthochdruck und eine bekannte Absoluta. Dann EKG und Röntgen, Thorax und Hüfte. Und funk mal jemanden, Traumatologen an, ja? Frau Metz, was machen Sie? Sie müssen im Bett bleiben. Ich kann meinen Jungen nicht länger allein lassen. Dann rufen Sie doch bitte Ihre Mutter an. Sie sind überhaupt noch nicht stabil. Ich fahre mit Kevin zu ihr und lege mich da gleich wieder hin. Das kann ich nicht verantworten. Schwester, bitte, für die Tasche.
Gehen Sie zurück auf Ihr Zimmer. Ich halte es hier drin aber nicht länger aus. Ich muss Sie auf jeden Fall noch mal untersuchen. Und dann komme ich zu Ihnen, dann reden wir noch mal über alles. Müssen wir nun immer weglaufen, Mama? Nein, ich hoffe nicht. Ich wollte nicht schießen. Ich habe auch erst gar nicht an die Pistole gedacht, erst als ich das Geld rausgegeben habe. Ich dachte doch, mein Mann wird wahnsinnig. Solche einer machen wir doch sonst nie. Und irgendwie war ich ja auch schuld, dass er gestern nicht mehr bei der Bank war. Du musst dir doch keine Vorwürfe machen, Rosi. Wir stehen doch jeden Tag 12 Stunden in dem Laden. Ich war gestern so kaputt, da hat er mich nach Hause gebracht. Muss ich jetzt ins Gefängnis? Das entscheidet der Richter, Frau Funke. Aber Sie können sicher für ein milderes Urteil sorgen, wenn Sie uns helfen, den Täter zu finden. War er wirklich groß und kräftig? Oder haben Sie das nur gesagt, damit wir ihn nicht finden und er uns nicht sagen kann, was wirklich passiert ist? Sag schon. Ich glaube, das war ein Jugendlicher. Der war klein und schmal, der hatte die Stimme verstellt, damit er erwachsen klingt. Aber er hat sie wirklich mit einer Pistole bedroht. Ja, ich schwör's. Der hatte auch so eine Monstermaske auf. Das war echt gruselig. Die Spurensicherung noch mal alles überprüft? Wir haben eben angerufen, negativ. Was? Keine Spur von der Schießerei. Nachbarn haben auch jetzt gehört. Also in ihrer Wohnung ist die Frau jedenfalls nicht angeschossen worden. Kann ich mal kurz? Es gibt eine neue Personenbeschreibung in Sachen Überfall Lotterieladen. Gib mal durch. Täter ist nicht größer als 1,65, schmächtige Figur, helle Stimme, eventuell ein Jugendlicher. Trug eine Monstermaske. Monstermaske? Ja. War angeschossen, stark blutend, kann aber auch nur ein Streifschuss gewesen sein. Frag mal bei den Krankenhäusern und bei den Ärzten nach. Hat der Kleine hier vergessen. So, kann der angeschossene Täter auch eine Frau sein? Ja, warum nicht? Denkst du auch, was ich denke? Ja. Wo ist die Zeugin? Im Verhörraum. Gib mal her. Was ist denn hier los? Ich hab das Gefühl, ihr arbeitet alle am selben Fall. Los. Und der Junge? Die wollte zu ihrer Mutter zurück. Was? Ich musste die entlassen, auf eigenen Wunsch. Oh Mensch, Anna, wie konntest du bloß? Oh, Mann! Pass doch auf! Entschuldige. Peter 21-1, Anton für Peter 21. Der nächste Zug nach Berlin fährt um 18:42 von Gleis 13. Müsst ihr euch ranhalten? Verstanden, Peter 21. Peter 21-1 hört. Wir waren jetzt hier gerade im Hauptbahnhof. Der Zug nach Berlin ist raus. Wurde die Zielperson gesichtet? Vorläufig negativ. Man kommt ja nicht nur mit dem Zug nach Berlin. Man kann ja auch den Bus nehmen vom Zock. Verstanden. Zentraler Omnibusbahnhof. Na dann mal los. Naja, vielleicht klappt's ja mit dem Jackpot. Ich horn nicht so. Ich habe vergessen, den Schein abzugeben. Ja.
Wo ist nach Berlin? Ist gerade raus. Mist. Hat bei Ihnen eine Frau mit einem 8-jährigen Jungen Fahrkarten gekauft? Das kann noch nicht lange her sein. Nach Berlin? Ja. Eine mit einem blauen Auge? Ja. Die war hier. Danke. Wir sind weg. Das habe ich befürchtet. Okay. Autobahnpolizei informieren. Die Kollegen in Berlin, ja. Wo soll's denn hingehen? Ich will mich stellen. Kevin hat mich daran erinnert, dass ich ihm immer gesagt habe, dass man ehrlich sein soll. Auch wenn es schwerfällt. Und ich habe gesagt, dass ihr eigentlich ganz okay seid. Ich habe hier noch was für euch. Das ist das Geld aus dem Lottoladen. Ich hatte einfach totale Panik. Ich dachte, jetzt geht alles wieder von vorne los. Ich wollte bloß weg, verstehen Sie? Mit Kevin an irgendeinen sicheren Ort. Aber mein Ex hatte mein ganzes Geld und die EC-Karte. Ich bin in Kevins Zimmer, habe rasch ein paar Sachen für ihn zusammengekramt. Da habe ich die Spielzeugpistole und die Maske gesehen. Plötzlich kam mir die Idee mit dem Überfall. Ich wollte wirklich nur Benzingeld, um nach Berlin zu kommen. Dann war da das viele Geld in der Kasse. Es ist gut, dass Sie sich freiwillig gestellt haben. Muss meine Mama auch ins Gefängnis? Nein, das glaube ich nicht. Es wird wohl auf eine Bewährungsstrafe hinauslaufen. Nur noch? Also erstens, wir haben den Täter. Die Täterin. Und zweitens... Den Tippschein müssen wir abgeben. Na, da haben Sie wohl Pech. Ach, bitte. Tja, wir hatten sowieso nichts gewonnen. Ja, und wenn doch? Wird keiner erfahren. Wolle wird sich die Zahlen für mich aufgeschrieben haben. Ach komm, er lag sich auf ein Eis ein. Ja, wovon denn? Von meinem Polizeimeisterinnengehalt? Masse. Hey, vergiss es, Hase. Diese halbe Stunde zu spät, ich hatte irgendeinen Internetfreak verarscht. Du solltest dringend an deiner negativen Lebenseinstellung arbeiten. Lass uns ein Bierchen trinken gehen. Ich lade dich ein. Ich bin heute in Geberlaune. Hi, Hase. Also ich bin Dr. Philipp Hase. Tja. Es tut mir leid, ich glaube, das wird nichts mit uns. Warum? Ich spüre nichts. Naja, ich meine, wir kennen uns ja nur noch erst 10 Sekunden. Ja, und der erste Eindruck entscheidet. Das ist rein hormonell bedingt. Ja, es war nett, dich kennengelernt zu haben. Peters? Ich melde mein Handy ab. Ist besser so. Das Schlimme ist, ich glaube, ich liebe diesen Mistkerl. Oder was ist das? Warum geht mir das so an die Nieren? Kennst du die Geschichte vom toten Esel? Der ist verhungert, weil er nicht wusste, von welchem Haufen Heu essen soll. Sein Pech. Du meinst, ich soll ihn verhungern lassen? Mhm, am langen Abend. Wir zwei beiden gehen jetzt noch einen Schluck trinken, danach geht's dir bestimmt besser. Hm?
Wenn du nichts Besseres vorhast? Nee. Du hast vollkommen recht. Ich kann auch alleine glücklich werden. Ja, du brauchst einfach einen, der besser zu dir passt. Einen netten Streifenpolizisten zum Beispiel. Aber keinen Dienstvorgesetzten und schon gar keinen Polizeidirektor. Anna, ja, ich wollte eigentlich noch mit der Kollegin einen trinken gehen. Ist schon okay. Macht euch einen schönen Abend. In sowas habe ich Übung. Na dann, bis morgen. Bis morgen. Ciao. Hm, du bist ja eifersüchtig. Muss ich eifersüchtig sein? Na, ich bin's jedenfalls auf jeden, der dich anschaut. Oh. Hallo. Gehen wir nie? Was hier? Ach nee, geh schon wieder ins Bass. Sushi. Sushi ist gut. Darf ich dich nach Hause bringen? Und deine Frau? Der Abend gehört dir.